Ob Kriegsgott oder Walkürenkönigin, ich habe für jeden etwas. Wir benötigen deine Dienste. Sieht gut aus. Liegt gut an. Jetzt macht diese Rüstung schön blutig. Wuhu! Sieht gut aus. Passt gut. Jetzt geh damit angeben. Jetzt macht diese Rüstung schön blutig. Können wir kurz reden? Es klingt ein bisschen verrückt. Aber ich habe bei diesem Thrud-Mädchen ein gutes Gefühl. Egal aus welcher Familie sie stammt. Dem stimme ich zu. Eine beeindruckende junge Frau. Das dachte ich mir. Und ich habe noch nie jemanden so in Ehrfurcht erstarren sehen wie sie, als sie dich im Lager ansah. Als träfe sie ihr Idol. Sie war offenbar erpicht darauf, von allen Walküren zu lernen. Da sie jetzt Mjölnir hat, wird ihr nächstes Ziel wohl sein, mit Sigrun zu trainieren. Ich glaube, Brock und Sindri wären glücklich, dass der Hammer endlich von jemandem geführt wird, der seiner würdig ist. Und noch dazu einer künftigen Walküre. Ihr habt das bei Ragnarök gut gemacht, General. Ich wünschte, ich hätte gesehen, wie Sindri und du Thor und Odin besiegten. So ist es nicht gewesen. Ja, vielleicht nicht, aber die Geschichte gefällt mir am besten. Das Wichtigste ist, dass Odin bezahlt hat für das, was er Brock angetan hat. Ich weiß, dass es ihn nicht wiederbringt, aber es ist etwas wert. Hallo, Lunda. Hallo, Göttin. Wegen deinem Bruder. Ich habe dir das nie gesagt, aber ich weiß, in Momenten wie diesen, da sollte man Dinge sagen wie mein Beileid, aber... Ich wusste immer, dass dieser gut aussehende Mann zu großem fähig war. Dass er eines Tages etwas Unglaubliches tun würde. Und ich bin stolz, dass das die neuen Welten jetzt auch wissen. Ich danke dir. Gern geschehen.
mehrere neue Texte für meine Balladen. Wirklich abscheulich. Jetzt wünschte ich, ich könnte mich an ein paar erinnern. Der Papierkrieg, den der Mann bereitet hat. Ich habe eine Truhe nur für seine Verstöße. Eine große. Ich habe ihm 20 Arten beigebracht, wie man eine Verstärkung kalt schmiedet. Einmal zeigte er mir eine etwas einfachere Methode fürs Drahtziehen. Und von da an nannte er mich seinen Lehrling. Er war ein echtes Arschloch. Ich werde ihn vermissen. Hey! Ihr seid da. Wir nehmen gleich Abschied. Ich bin schon vielen Leuten begegnet. Du bist einer der wenigen, die ich einen Freund nennen würde. Ich hielt dich immer für eins der dümmsten Wesen, das ich je kannte. Am Ende warst du auch das Mutigste. Ohne dich ist diese Welt ein dunklerer Ort. Wir bringen ihn zu den Svertsanden. Das ist im Sumpf bei der Fähre. Wir warten da auf euch.
verdammt. Was ist los? Ich hätte mich umziehen sollen. Ein Trauergewand nähen. Wir sind nicht angemessen gekleidet. Ist schon gut. Zwerge legen bei Bestattungen nicht viel Wert auf feine Kleidung. Und Brock ganz sicher nicht. Mag sein. Trotzdem, wenn ich's mir überlege, wie würde ich wohl mit etwas Geschmeide um meinen Halsstumpf aussehen? Etwas Gold in den Bart geflochten. Wäre doch stattlich, ha? Ich danke dir. Da, dort sind sie. Ach was, natürlich kommt er. Es ist sein Bruder. Hoffen wir's. Verlust kann viel anrichten. Du bist da. Legen wir los.
Sindri. Rokva. Ein Loch. Was? Wird größer, je mehr man wegnimmt. To all things housed in her silence, nature offers a violence. The bear that keeps to his own line, the wolf that seeks always its own. Is the harsher winter holds the parent forced to eat its young before it grows. Every bird gone unheard, starving where the ground is froze. The winter sunrise red on white like blood.
Keine Ahnung, ob hinter dem Licht etwas ist. Ein Jenseits hinterm Jenseits oder so etwas. Aber wo er auch ist, er macht sich ja gerade ein Wahnsinnsradau. Du musst Sindri verzeihen. Er ist, naja, du weißt. Das Klagelied schrieb ich für ihn. Wie ist der Titel? Etwas Unflätiges. So hätte er sich das auch gewünscht.
Weißt du was? Ich bald. Da ist er, der Mann, der Garm gezähmt hat. Tausendfache Glückwünsche. Davon abgesehen rede ich auch gerne über alles andere, was dich beschäftigt. Warst du schon immer ein übertrieben großes, unsterbliches Eichhörnchen, oder? Vergiss nicht, hübsch. Nein, ich war einmal ein ganz normales Eichhörnchen. Genauso groß wie diese schmächtigen, geisterhaften Versionen von mir. Ich war unscheinbar. Ich stieß ganz zufällig auf den Baum, als ich eigentlich... Wir werden woanders gebraucht. Entschuldigt vielmals, meine Freunde. Ich wollte auch nicht lang. Lunda. Hallo, ich wollte fragen, willst du, dass ich aufhöre, über deine Muskeln zu reden? Und dass du gut aussiehst und so? Denn anscheinend bringt dich das durcheinander, auf schlechte Art. So war es. Jetzt nicht mehr. Oh, na gut, also soll ich aufhören? Ich sollte aufhören. Nein. Na gut, hübscher Muskelprotz. Ich frage mich, ob Sindri jemals zurückkommt. Kann sich dieser Ort wie ein Zuhause anfühlen, nach dem, was passiert ist? Dass ich ihre Zankerei einmal vermisse, aber ohne die beiden ist es nicht derselbe Ort. Oder?